Vom ersten Weckerklingeln an bestimmt Strom unseren Alltag. Die Energiequellen, aus denen Strom gewonnen werden kann, sind vielfältig. Neben der Stromerzeugung aus fossilen und erneuerbaren Energieträgern gibt es eine Methode, die besonders kontrovers diskutiert wird. Die Kernenergie. Sie entsteht durch Kernspaltung, die in Atomkraftwerken künstlich herbeigeführt wird. In einem solchen Kraftwerk arbeitet Eberhard Dittmann. Heute hat er Frühschicht. Der Ingenieur arbeitet im Kernkraftwerk Isar 2 als Schichtleiter. Er hat, wie er selbst sagt, den Führerschein, das Kraftwerk zu fahren. Ich bin jetzt seit ca. 20 Jahren hier im KKI2 beschäftigt. Und in dieser Zeit ist nichts Ernsthaftes passiert. Bis in die 60er Jahre war man stolz auf die neue Technik. Zweifel wurden geradezu weggewischt. Dann müsste man allerdings sich fragen, ob bei der Verknappung der natürlichen Treibstoffe Erdöl und Kohle es nicht doch ein Glück war, dass es gelang, den Atomen ihr Geheimnis zu entreißen und sie nutzbar zu machen. Die Wende kam Anfang der 70er. Es entstand die Anti-Atomkraft-Bewegung. Ihr Motto: Atomkraft, nein danke. Ob Befürworter oder Gegner, eine sachliche Diskussion kam kaum zustande. Das ist heute anders. Der Kernkraftgegner Michael Seiler wird auch von Befürwortern als Diskussionspartner akzeptiert. Am Darmstädter Öko-Institut beschäftigt sich der Ingenieur mit den Risiken der Kernenergie. Ich rechne damit, dass in absehbarer Zeit wieder bei einem Kernkraftwerk ein schwerer Unfall passiert, der massive Freisetzungen zur Folge hat. Einfach deswegen, wir haben eine ganze Reihe von fast solchen Fällen in den letzten 20 Jahren gehabt. Irgendwann kann es auch durchknallen bis auf einen echten Unfall. Wie tief die Angst vor der Katastrophe sitzt, zeigt der Zwischenfall im Kernkraftwerk Krümmel bei Hamburg im Juni 2007. Ein Trafobrand wird zur beinahe Katastrophe hochstilisiert und macht das Trauma von Tschernobyl wieder lebendig. Die umstrittene Energieform spaltet nicht nur Atomkerne, sondern auch die Gesellschaft. Da gibt es nun überhaupt gar keinen Zweifel, dass die Union den Ausstieg aus der Kernenergie für falsch hält. Wo wir relativ sichere Kernkraftwerke haben, das ist gar keine Frage. Wenn die CSU mal beginnen würde, über den Ausstieg aus der Kernenergie nachzudenken, dann wäre sie erstens mit dem Gesetz in Einklang und zweitens auch mit dem Koalitionsvertrag. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Die Kernenergie. Chance oder Risiko? Mit einem Übergabegespräch beginnt die Schicht von Eberhard Dittmann. Sein Arbeitsplatz ist die Warte. Von hier aus wird das Kernkraftwerk Isar 2 gesteuert. Das Kraftwerk besitzt einen der leistungsstärksten Reaktoren der Welt. Im Maschinenhaus entsteht der Strom, der die Haushalte von 8 Millionen Menschen versorgen kann. Wie in einem gewöhnlichen Kraftwerk treiben Turbinen einen Generator an. Dabei wird die mechanische Energie der Turbinen in elektrische Energie umgewandelt. Der Generator von Isar 2 erzeugt so viel elektrische Leistung wie alle 4000 Wasserkraftwerke Bayerns zusammen. Im Unterschied zu den Wasserkraftwerken werden die Turbinen aber nicht von der kinetischen Energie des Wassers angetrieben, sondern von Wasserdampf. Im Reaktorgebäude ist es über 30 Grad warm. Der Grund? Unter dem Beton befindet sich der Kessel des Kraftwerks, der Wärme zur Erzeugung des Wasserdampfs liefert. Der Reaktor. Hier spalten Neutronen Atomkerne. Dabei wird Energie freigesetzt und es entstehen Spaltprodukte und weitere Neutronen, die ebenfalls für Kernspaltungen zur Verfügung stehen. Eine Kettenreaktion. Das Wasser transportiert die entstehende Wärme ab und bremst als Moderator die schnellen Neutronen, damit sie Kerne spalten können. Es entsteht Radioaktivität durch die Neutronen und die Spaltprodukte. Daher der Strahlungscheck beim Verlassen des Reaktorgebäudes. Niemand darf die gesetzlich festgelegten Höchstwerte überschreiten.
Über den Kamin des Kernkraftwerks kann mit der Abluft Radioaktivität auch in die Umgebung gelangen. Dort leben Menschen, bestellen Bauern ihre Felder. Daher nehmen mehrere Expertengruppen rund um das Kraftwerk regelmäßig Luftpflanzen und Bodenproben, auch die Betreiber selbst. Es zeigt sich, die biologische Gefährlichkeit der Strahlung aus dem Kraftwerk, gemessen in Sievert, ist verschwindend gering. Die Umgebungsbelastung im Kernkraftwerk beträgt weniger als 10 Mikrosievert pro Jahr. Zum Vergleich, ein Flug nach Amerika und zurück sind etwa 100 Mikrosievert, also ungefähr das Zehnfache. Die niedrigen Messwerte passen nicht zur neuesten Studie. Demnach häufen sich die Leukämiefälle von Kleinkindern rund um Deutschlands Kernkraftwerke. Und ein weiteres Problem beschäftigt die Kernkraftgegner. Wohin mit dem radioaktiven Abfall? Einmal jährlich öffnet die Mannschaft von ISA 2 den Reaktor und wechselt die Brennelemente aus. Die abgebrannten, noch sehr heißen Brennstäbe lagern zunächst im benachbarten Abklingbecken. 4 Jahre lang. Dann werden sie in Castor-Behälter eingeschlossen und, das ist neu, in einem Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände verwahrt. Der gesamte hochradioaktive Müll Deutschlands befindet sich in solchen Lagern, überirdisch. Und Zwischenlager sind nur Zwischenlösungen. Castor, für die Gegner der Kernkraft ein Reizwort. Seit Jahrzehnten demonstrieren sie gegen die Zwischenlagerung in den Behältern. Anlass sind bis heute Castor-Transporte, zum Beispiel Rücktransporte aus ausländischen Wiederaufarbeitungsanlagen. Die Auseinandersetzungen werden nicht selten mit großer Härte geführt. Wenn ich diese Leute, die Gewalt geradezu personifizieren, reden höre, möchte ich ihnen ganz gewaltfrei einen in die Fresse hauen. Im Mittelpunkt steht dabei ein kleiner Ort im Nordosten Niedersachsens. Ein beschauliches Dorf mit knapp 700 Einwohnern. Gorleben. Hier steht das zentrale Zwischenlager Deutschlands, immer noch Ziel der Castor-Transporte. Für die Atomkraftbefürworter bedeutet der Salzstock am Standort Gorleben auch Endlagerung und damit eine Rechtfertigung der Kernenergie nach dem Motto: Seht, es geht doch. Den Salzstock im Untergrund von Gorleben hat man schon angebohrt. Rund 7 Kilometer Strecken sind entstanden. Ein Forschungsbergwerk, kein Endlager. Eine Fahrt hinunter ist für die Geologen im wörtlichen Sinne atemberaubend. 840 Meter geht es in die Tiefe. Man muss Druckausgleich machen, wie beim Tauchen. Im Jahr 2000 hat die damalige Bundesregierung die Erkundung unterbrochen. Die Eignung als Endlager bleibt ungeklärt. Nicht alle Bereiche halten die Geologen für geeignet. Diese dunkle Schicht, die Gorlebenbank, birgt zum Beispiel Lösungen und Gase. Für die Wissenschaftler sind das Sicherheitsrisiken. Das Steinsalz soll möglichst gleichförmig ausgebildet sein. Die Bank ist von der Feuchtigkeit des ehemaligen Meeres durchtränkt, 250 Millionen Jahre alt. Hier treten Kondensate aus, es riecht wie an der Tankstelle. Na, es riecht doch immer noch nach Öl. Ob sie ein Risiko darstellen, ist noch nicht endgültig erforscht. Vor dem Erkundungsstopp haben die Wissenschaftler mit UV-Licht nach solchen Bereichen gefahndet, die Kondensate fluoreszieren. Sind Salzstöcke wie Gorleben als Endlager geeignet? Das erforschen Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Hier in Hannover lagern 20 Kilometer Bohrkerne. Je reiner das Salz, umso besser. Oft sind zu viele andere Substanzen enthalten, etwa Schwefel- oder Eisenverbindungen. Sie verleihen dem Salz nicht nur die unterschiedlichsten Farben, sondern verändern auch die physikalischen Eigenschaften.
Salz erträgt sehr hohe Drucke. Nur im Extremfall, der so in der Natur nicht vorkommt, entstehen Klüfte, Risse. Normalerweise verformt es sich. Salz hat plastische Eigenschaften. Man kann sogar sagen, es fließt. Hier kommt gemahlenes Steinsalz in eine Presse. Das sind Körner wie im Salzstreuer. Das gepresste Salz ist so hart und undurchlässig wie vor dem Mahlen. Ideale Eigenschaften für ein Endlager. Und es schließt Fremdkörper hermetisch ein, wie die dunklen Bereiche, ohne Risse und Klüfte. So könnte Steinsalz in einem Endlager den radioaktiven Abfall hermetisch umschließen, wie heute schon diese dunklen Einlagerungen. Jetzt sind die Geologen im inneren Bereich des Salzstocks. Das Salz hier ist älter, nicht verfaltet und fast rein. Für die Forscher ist dies der am besten geeignete Bereich für ein Endlager. Er soll den Müll für die unvorstellbare Zeit von 1 Million Jahre bergen. Nach menschlichen Maßstäben also für die Ewigkeit. Die Forscher aus Hannover und auch mancher Gegner der Kernenergie befürworten ein solches Projekt. Die Frage, ob ein Standort für die Endlagerung radioaktiver Abfälle geeignet ist, kann erst dann geklärt werden, wenn die Erkundung zu Ende geführt ist. Der Standort Gorleben ist noch nicht zu Ende erkundet. Allerdings, die Befunde und Erkenntnisse, die wir aus der Erkundung gewonnen haben, sprechen dafür, dass dieser Standort auch am Ende als geeignet erscheint. Wir haben die Abfälle und wenn wir die Abfälle an der Erdoberfläche lassen, werden sie früher oder später freigesetzt. Wir müssen also auf jeden Fall unter die Erde und da ist viele hundert Meter tief in der geeigneten geologischen Situation die richtige Lösung. Selbst im Falle eines Lecks würde Radioaktivität höchstens schleichend freigesetzt werden. Die Belastung in unmittelbarer Umgebung wäre kaum messbar. So der heutige Stand der Forschung. Zurück im Kernkraftwerk ISA 2. Die Warte könnte als Kulisse für einen Star Trek-Film dienen. Die Vielzahl der Knöpfe, Schalter und Monitore lässt die Ingenieurskunst erahnen. Die deutschen Kernkraftwerke gelten als sehr sicher. Aber was heißt sehr sicher? Viel sicherer als etwa osteuropäische Reaktoren? Oder ganz? Also absolut sicher? Der 26. April 1986. Die Katastrophe von Tschernobyl. Im Block 4 kommt es zu einer Kernschmelze und einer Wasserstoffexplosion. Seitdem haben auch viel mehr Deutsche Angst vor einer solchen Katastrophe. Im eigenen Land. Doch die deutschen Reaktoren sind ganz anders konstruiert als der sowjetrussische Typ. Ein solcher Unfall ist technisch ausgeschlossen, da die Regelstäbe bei einem Ausfall der Steuerung automatisch in den Reaktorkern einfallen und die Kettenreaktion stoppen würden. Außerdem haben deutsche Reaktoren einen druckfesten und gasdichten Sicherheitsbehälter, das sogenannte Containment. Dieser Schutz hat im Jahr 1979 die Welt vor einer vielleicht noch größeren Katastrophe als Tschernobyl bewahrt. Teilkernschmelze im Kraftwerk Harrisburg. Und ebenfalls eine Wasserstoffexplosion. Der Sicherheitsbehälter hielt stand. Nur das Reaktorgebäude wurde verseucht. Nach der beinahe Katastrophe rüstete man in Deutschland nach. Technische Vorrichtungen sollen im Störfall das entstehende explosive Wasserstoffgas unschädlich machen. Reaktoren wie ISA 2 verfügen auch über ein viel größeres Wasserreservoir. In der Warte kontrolliert man eine Kaskade von 4 unabhängigen Pumpsystemen mit insgesamt 12 Pumpen. Viel mehr als in Harrisburg. Erst wenn diese ganzen Mechanismen versagen würden, dann könnte es also zu einem Unfall kommen.
Aber ich halte das Risiko für mich persönlich dermaßen gering. Ich wohne hier in 3 Kilometer Entfernung, meine Frau wohnt da, meine Kinder wohnen da. Also ich bin bereit, dieses Risiko zu tragen. Aber Sie können eine Kernschmelze nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Eine Kernschmelze kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. So gering die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe in einem deutschen Kernkraftwerk auch ist, sie ist nicht null. Folgendes Szenario könnte passieren. Alle Pumpen, auch die Notversorgung, fallen aus. Der Kreislauf des Kühlwassers steht still. Der Reaktor schaltet zwar sofort ab, indem die Regelstäbe einfallen. Dennoch öffnet ein Sicherheitsventil, weil Druck und Temperatur steigen, wegen der Restwärme der Brennstäbe. Gleichzeitig reagiert heißer Wasserdampf mit der Außenhaut der Brennstäbe. Wasserstoffgas entsteht. Das Gas entweicht zusammen mit dem Wasserdampf, reichert sich im Reaktorgebäude an, mischt sich mit dem dortigen Luftsauerstoff und explodiert. Radioaktives Material gelangt in die Umwelt. Die Folgen einer solchen Katastrophe wären durchaus vergleichbar mit denen von Tschernobyl, entvölkertes Land. Beispiel Pripyat. Die 70.000 Einwohner der ukrainischen Stadt mussten evakuiert werden und verloren ihre Heimat. Pripyat ist noch heute eine Geisterstadt. Insgesamt sind rund 30.000 Quadratkilometer Land verseucht worden. Michael Seiler hält solche Katastrophen in Deutschland für möglich und entwickelt Szenarien des radioaktiven Niederschlags mit echten Wetterdaten. Das wäre bei einem schweren Unfall in Biblis, wenn ein Wind nach Norden mit einer recht langsamen Geschwindigkeit besteht. Vor allem das gelbe kleine Gebiet in der Mitte müsste evakuiert werden, könnte vielleicht auch langfristig nicht besiedelt werden. Auch im blauen Gebiet kann man es nicht ganz ausschließen. Das würde heißen, Städte wie Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Mainz müssten entsprechend, müssten die Einwohner verschwinden. Der gleiche Unfall bei Wind aus West-Nordwest. Bayern wäre betroffen, ganz Unterfranken müsste evakuiert werden, vielleicht auch Teile Mittelfrankens. Das Ballungszentrum Nürnberg führt Erlangen etwa. Also die Kernkraftwerke, die in Deutschland im Betrieb sind, können alle schwere Unfälle durch Kernschmelzen erleiden. Das ist genauso wie in den Nachbarländern, in Frankreich oder in Tschechien, stehen im Prinzip die gleichen Reaktoren. Es gibt Reaktoren, bei denen die Kernschmelzen weniger wahrscheinlich sind, aber nicht ausgeschlossen werden, wie der in Finnland im Bau befindliche EPR. Aber insgesamt können Sie bei den derzeitigen Reaktortypen schwere Unfälle mit massiver Freisetzung von Radioaktivität nicht ausschließen. Doch das müsste nicht so sein. Im Winternebel bei Jülich steht eine deutsche Erfindung, der Hochtemperaturreaktor, kurz HTR. Das Besondere, er kann keine Kernschmelze erleiden. Nicht wegen noch besseren technischen Schutzes, sondern aus physikalischen Gründen. Die Energiedichte im Reaktor mit seinen kugelförmigen Brennelementen reicht dazu nicht aus. Die Frage der Kernschmelzmöglichkeit und die Frage der Großflächen, möglicherweise Großflächenkontamination von Landstrichen als ganz wesentliche Akzeptanzfrage. Und gerade dieses kann man bei einem richtig gemachten kleinen Hochtemperaturreaktor anders lösen. Was bedeutet das für die Kernenergie? Für die Kernenergie kann das bedeuten, dass es möglich sein wird, Reaktoren zu bauen, die keine großen radiologischen Freisetzungen in Störfällen verursachen können. Die beiden einzigen Reaktoren in Deutschland wurden stillgelegt, in der politischen Stimmung 2 Jahre nach Tschernobyl. Hier in Jülich läuft gerade der Rückbau.
Andere Länder, etwa Japan, Südafrika, Südkorea und vor allem China, planen fest mit ihm. Deutschland nicht. Wenn das Risiko auch noch so gering ist, alle im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke Deutschlands können eine Kernschmelze erleiden. Das macht die heutigen Reaktoren angreifbar. Technik sei eben nie ganz kontrollierbar, so mancher Kritiker. Also aussteigen. Das Uran reiche sowieso nur 70 Jahre. Doch stimmt das? Die weltweiten Ressourcen in 1000 Tonnen. Die wirkliche Menge an Uran ist viel größer als die heute abbauwürdigen Reserven. Die größten Ressourcen liegen in Nordamerika. Wird die Füllung der Brennstäbe knapper und daher teurer, lohnt es sich, diese Ressourcen auszubeuten. Das würde die Reichweite bei heutigem Verbrauch auf über 400 Jahre erhöhen. Zudem könnten Hochtemperaturreaktoren auch Thorium verbrennen, das deutlich häufiger vorkommt als Uran. Das würde die Vorräte massiv erhöhen. Solche Reaktoren könnten nicht nur Strom liefern, sondern auch in der Industrie oder für Fernwärme eingesetzt werden und sogar den Energieträger Wasserstoff herstellen, wenn es politisch gewollt wäre. ISA 2 soll im Jahr 2020 vom Netz gehen. Kommt dann der Ausstieg oder der Umstieg? Reaktoren modernerer Bauart könnten praktisch CO2-frei Strom und Wärme liefern. Eine Alternative zur alternativen Energie. Außerdem ein großer Fortschritt gegenüber heute. Denn das Risiko einer Kernschmelze, und ist es noch so klein, ist für sehr viele Menschen nicht tolerierbar.